Ungarn. Ferdinand saß abseits, hatte ein Streitgespräch mit Domenica. Und dann Klaus war ganz schüchtern, auch abseits. Es wurde jetzt ein Spiel gespielt. So sagt er, das ist Kid John, wird uns was von Armstrong erzählen und singen. Und dann habe ich a cappella ganz alleine gesungen. Ja, sagt er, die Jungs müssen den Kopf frei haben, ihr wisst, was heute Abend los ist. Jeder dieser Jungs, ich bezahle das alles, macht hier eine Nummer. Und Ferdinand vorlaut, ich habe mal eine Frage. Wie macht man das? Wie wäre, ja, sagt er, dieser Bändelspieler, der ist sehr besoffen. Ja, sagt sie, das merke ich. Sagt sie, ich habe eine Bitte. Wenn man als Gast alles bezahlt, darf man dann alles haben? Nein, sagt sie, da täuschen Sie sich, ich habe ihn gesiezt. Sie können ein Mädchen nicht kaufen. Ja, sagt er, wieso, wenn ich bin doch hier Gast und was haben Sie denn für uns? Ja, sagt er, ich möchte so gerne zugucken, wenn Jan, unser Banjo-Spieler und Pianist, da die Nummer macht. Na, hören Sie mal, der hat schon genug Schwierigkeiten und da wollen Sie noch, das finde ich ja unerhört. Also sagen Sie mal, wie kommen Sie denn auf diese abartige Vorstellung? Ne? Und dann übrigens nur nebenbei, Sie kriegen keine Frau heute. Ne? Und was ist mit Ihnen hier, der Klaus Anders? Hat ja auch nichts gesagt. Der hat sich zurückgehalten, er war gerade frisch bei. So, pass auf, jetzt haben wir gespielt, 5-6 Stücke, dann kam Kartoffelsalatbürste, dann musste ich noch eine Armstrong-Einlage machen. Und dann sagt Peter, ich glaube, die Jungs haben das Beste gegeben, und kommen wir zur Sache. Ne? Und er sagt, ja, fangen wir mal mit dem Trompete an. Machst du die Dame, die neben dir sitzt? Ich sag Peter, das kann nicht wahr sein, das ist ja wie ein Alf-Jurlitz. Ja, sagt er, dann guck dir mal die Häuser an. Ich hatte ihn ja damals vom Bordell New Orleans so alte Bilder gegeben. Goldene Wasserhähne, alles. Naja, und dann, bevor wir nun losgehen, geht Jan die Treppe hoch. Und oben steht er, wir gucken noch, auf einmal sagt er, Scheiße! Die Frau haut mich, ich will Liebe und keine Hiebe. Sie schlägt mich immer. Ich will hier weg. Ja, so, und dann hat Ferdinand, wie er abgewichst ist, auch noch Fotos von uns gemacht im Hotel. Und diese Bilder, als wir spielen, ein paar Tage später, Kerstin und Benio, fallen die nicht aus der Nase. Nein. Das führte dann zur Scheidung. Das war der Anfang. Ja, und dann ist er seinen Lauf. So sagt er, der Trompeter, der hat keine Frau. Und dann sagt er, eigentlich müssen wir das hier unter uns bringen, aber ihr könnt das ja alle hören, wie ist das hier? Wenn er zweimal kommt, wie teuer ist das dann eigentlich hier? Und dann sagt ich, naja, 100 Euro, so sagt er. Auf meine Rechnung, John kommt zweimal die Woche, er ist Trompeter, der muss den Kopf frei haben. Ich vögel auch zwei, dreimal am Tag. Und ich ganz ehrlich sage, und den Kopf frei haben und kann zweimal die Woche kommen. Und die gucken alle, die Jungs. Scheißen ja verfahren. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, sagt er, John, du kommst. Ich werde mich erkundigen. Dann habe ich gedacht, das muss ich mal, ich wollte es nicht, aber ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, da muss der Sache mal nachgehen. Und da war ein schöner, lauer Juliabend, bin ich in die Erbestraße gegangen, habe geklingelt und da war ein Mädchen aufgemacht, ich sage, ich möchte gerne meine Gutscheine sprechen. Ja, wen? Ich sage, Domenica, oder wie heißt sie da? Ja, die ist nicht mehr bei uns.
die andere, die, da war so eine Blonde. Ja, die ist drüben, die kommt gleich aus dem Haus. Naja, dann habe ich gesagt, du kennst mich noch, wir haben hier Musik gemacht. Ja, sagt sie. Sag mal, du weißt, er hat mich da eingeladen und zweimal soll ich hier herkommen. Und dann sagt sie, ja, sagt sie, das stimmt. Nur zum Thema. Ja, sagt sie, das stimmt. Aber die Frau, die da war, die sind im Moment nicht da. Die sind alle auf Urlaub. Ich sag, da sitzen aber zwei Nette. Nein, sagt sie, das war so abgemacht. Nur die Frauen, die an dem Abend da waren und die anderen waren ja gar nicht da, kennen sie gar nicht. Der Gutschein war nicht übertragbar. Oh, Rudi, verfahren, ne? Nein. Ich hab vorhin eigentlich angesagt. Ich hatte doch einen Traum gehabt mit der Trompete, die ich im Traum hatte. Und die einfach auf und den Traum ist nicht wahr. Und ich hatte Jan gesagt, wir sollen bei Mans Hörnchen in Kopenhagen mal fragen nach einer selben Trompete. Modell. Was haben wir? Modell B24. Und da rufe ich ihn nach dem Traum an und er hat noch Musik laufen. Und da sage ich, Jan, ich habe vergessen dir zu sagen, du hast alles, was du brauchst, zu Mans Hörnchen gehen und dort nach der Trompete fragen. Du lass mich in Ruhe mit deinen scheiß selben Trompete. Ich habe andere Sorgen, weißt du, als du. Ich sage, ich bin nach Kopenhagen gegangen und habe Probleme mit dem Finanzamt. Und dann sage ich, Jan, kann es sein? Ja, sagt er, ich habe hier vor den Laden von Paul gestanden. Und er sagte, wie geht es dem verrückten Mann da in Hamburg, diesen Setschmo? Ja, der redet immer von seiner Scheiß-Selmer-Trompete. Ja, sagt er, ich habe eine. Ja, sagt er, es interessiert mich nicht. Da soll er selber herkommen. So, und dann sage ich, ja, mach keinen Scheiß. Wie teuer ist die? Der will Kohle haben. Kohle? Ich sage, natürlich. Wir haben einen Job in Buxtehude. Ja, wie teuer? 300 Mark. Ich sage, also kein Problem. 300 Mark ist nur meine, das sind 600. So, und dann sagt er, ich stand vor Pauls Laden und mein Gehirn war leer. Ich sage, Jan, kann es sein, zu dem Zeitpunkt, bin jetzt aufgewacht, dass ich in dein Gehirn gespuckt habe, weil ich war ganz dafür, dass ich diese Trompete bekomme. Du bist ein Spinner. Du bist ein Spinner. Eingedeutscht, das ist ein Ding, den ich.